Von allen munteren Sumpf-Geggi-Knaben, die Onkel Babo zum Onkel haben, ist Geggi Gill der muntersten einer. Also, mein Kleiner, was hab ich dir eben beigebracht? Weiß nicht, sagt Gill zum Onkel und lacht. Statt zuzuhören, hab ich nachgedacht, wie komme ich bloß auf den Baum hinauf mit den leckeren Limofrüchten darauf? Der Onkel schüttelt verärgert das Haupt und schimpft, dass es staubt. Überlass das gefälligst den Felsenkraxlern, den hässlichen, grässlichen Schluchtenhaxlern. Wer klettert, stürzt ab, mein Kind, und ist hin. So wahr ich dein Onkel Babo bin. Dem Gill geht der Limobaum nicht aus dem Sinn. Er taucht und probiert es. Und da passiert es. Am Schwanz wird er herabgezerrt. Was hilft es, dass er fleht und plärrt und jammernd nach den Früchten schielt? Der Onkel befiehlt, du gehst zu den anderen Kindern dort drüben. Bauchklatscher üben.